ein Alleinstellungsmerkmal in der Stiftungslandschaft. Jugendliche entscheiden selber über die Vergabe von Fördergeldern. Die Heinrich-Dammann-Stiftung fördert schon lange Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit in Niedersachsen. Nun stellt sie sich die Frage, ist das, was wir entscheiden, auch wirklich das, was die Jugend will? Deswegen gibt die Stiftung den jungen Leuten das Geld selbst in die Hand. Die Jugendcrew soll anderen Jugendlichen Projektförderung ermöglichen. Aber welchen Einfluss hat die Heinrich-Dammann-Stiftung auf die Vergabe? Das ist eben das Spannende daran. Nein, wir haben keine Einflüsse. Also wir haben der Jugendcrew die Satzung als Grundlage gegeben und haben gesagt, in welchen Bereichen wir fördern, in welchen Bereichen wir fördern müssen. Und auf der Grundlage hat die Jugendcrew sich selber eine Geschäftsordnung gegeben. Die Jugendcrew möchte die jungen Antragstellerinnen und Antragsteller nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch mit ihrem Know-how den Jugendlichen zur Seite stehen. Doch welche Projekte will die Jugendcrew überhaupt fördern? Das ist das Schöne, es gibt keine Einschränkungen. Wir fördern alles, was Jugendliche bewegt, was zum Wohl der Jugendlichen ist. Um die Hindernisse so gering wie möglich zu halten, stellt die Jugendcrew den Antragstellerinnen einen Paten zur Seite, der ihnen sowohl bei der Antragstellung als auch während des Projekts unter die Arme greift. Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren können ab sofort mit ihrem Projekt auf die Jugendcrew zugehen und von ihnen finanzielle Unterstützung erhalten. Stellt sich nur noch die Frage, wie man den Antrag stellen kann. Wir haben einen vorgefertigten Antrag, den man einfach ausfüllen kann, schriftlich und per Mail an uns schicken kann. Das ist so der klassische Weg, den man ja auch von ganz vielen anderen Antragstellungen kennt. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen auch darüber hinaus zum Beispiel per Video Anträge entgegennehmen. Das heißt, wenn es eine Jugendgruppe oder ein paar Jugendliche gibt oder einen Jugendlichen, der sagt, ich kann mich schriftlich gar nicht so gut ausdrücken, der kann einfach ein Video von sich machen und das an uns schicken und dann gilt das auch für uns als Antrag. Dabei steht für die junge Stiftungstochter der Grundsatz ganz oder gar nicht im Vordergrund. Wer ein Projekt einreicht, was die Jugendcrew für unterstützungswert hält, bekommt 1.000 Euro für sein Projekt.